Wir haben es heute 16.05.2020. Die Branddirektion Stuttgart wurde um 2.38 Uhr zu einem Brand- bzw. Feuerschein in die Augsburger Straße in Stuttgart unter Turkheim alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte war klar, dass der Brand bestätigt werden konnte. Es brannten beim Eintreffen zwei Lkw, zwei Lastkraftwagen als auch ein Traktor gespannt im Vollbrand. Die Branddirektion ist gegenwärtig mit 35 Einsatzkräfte vor Ort. Nee, also Evakuierung musste keine stattfinden. Der Hauseigentümer war vor Ort, es handelt sich um Gewerbeeinheit. Die Erstmaßnahmen beschränkten sich vor allem auf eine Riegelstellung zum angrenzenden Gebäude, da die zwei brennenden Lkw doch ziemlich nah am Haus standen. Ja, so massiv. Also wir hatten insgesamt drei C-Rohre als auch das Wenderohr der Drehleiter im Einsatz. Das Wenderohr hat da den taktischen Vorteil, dass wir aus einer erhöhten Position ablöschen konnten und somit schneller Löscherfolge herbeiführen konnten. Ja, also wie gesagt, das einzige Kritische ist natürlich, den Übersprung aufs Gebäude zu verhindern. Und das muss auch mit relativ viel Löscheinsatz oder Löschkraft erfolgen. Und ich denke, das haben wir auch gemeinsam. Ja, wir nehmen im Moment schon die ersten Einsatzkräfte zurück. Es laufen Nachlöscharbeiten, die sind hier natürlich ein bisschen langwieriger gestalten, da diverse Verkleidungen in LKWs abgenommen werden müssen. Ich war gemeinsam mit einer Freundin und mit ein paar anderen Freunden, wir waren am Malen und plötzlich ging einfach ein Schlag los. Es war wie so eine Druckwelle, plötzlich, es kam einfach richtig, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe plötzlich Druck auf der Brust gehabt und da kam ein zweiter Knall hinterher. Dann bin ich erstmal schockiert gewesen, was ist passiert. Ich habe geguckt, ist irgendwas runtergeflogen. Dann bin ich rausgerannt, habe auf die Kamera geschaut, auf das Video-Ding da. Ja. Also ich habe geguckt, ob da was ist. Beim Regieraum kann man nach draußen sehen. Okay, und da draußen habe ich nichts gesehen. Dann bin ich rausgerannt und dann habe ich plötzlich den LKW brennen sehen. Und gleichzeitig die Black Pearl hinten. Das ist das fahrende Soundsystem, was wir haben. Und dann bin ich weiter hoch und habe die Polizei schon da oben, gesehen. Dann bin ich zurückgerannt, habe dem David gesagt, hey, wir müssen Feuerlöscher holen. Holt alle aus dem Haus raus. Und ich bin dann hoch im Lager, habe einen Feuerlöscher rausgeholt und habe versucht, es zu löschen. Und plötzlich stand Polizei da und hat mich da weggezogen. Ja. Wirklich danach aus, ja. Sah tatsächlich danach aus. Es stand auch also jemand war da keine draußen, normale ne? Explosion von irgendeinem Reifen oder vom Motor. Das war eine richtige Druckwelle. Das hat man deutlich gespürt, sogar im Keller. Und Dieselmotor explodiert in der Regel nicht. Ja, das ist eigentlich unmöglich eigentlich. Ja, und ich habe jemanden noch da draußen gesehen, der hat eine schwarze Jacke, hatte kurze Haare, hat einen Bart, sah aus wie ein Student, hat eine Jeanshose gehabt. Er war 1,68 bis 1,75 groß, also jetzt ungefähr die, weil ich habe es jetzt von der Treppe oben nicht jetzt richtig sehen können. Also wir hätten einfach nur das hier als Backstage-Bereich denen zur Verfügung gestellt, damit sie quasi eine Garderobe haben. Genau. Für die Künstler, dass sie mal einen Rückzugsort haben. Genau, damit sie nicht von der Presse so überlagert werden. Wir waren jetzt nicht für die Technik morgen zuständig gewesen. Das sieht so aus, viel auf der Kamera. Der ganze Motoblock einfach weg ist. Das ist nicht. Ich habe im Studio Musik gemacht, hatte meine Kopfhörer aufgehabt und auf einmal hatte ich so einen starken Druckwelle gespürt. Ich habe gedacht, dass meine Bassboxen im Studio durch sind, aber danach, wo ich die Kopfhörer abgesetzt habe, habe ich festgestellt, dass alles noch läuft und dann bin ich raus und habe ihn schon rennen sehen und dann bin ich hinterhergerannt halt. Also es war schon extrem starkes Feuer, also die Flammen waren bestimmt also bis zum Baum hoch, das hat man ja schon gesehen, der Baum hat ja auch Feuer abbekommen. Und das Soundsystem, was direkt dahinter ist, stand auch schon richtig in Flammen. Ja. Also das ist eigentlich eher ungefähr jetzt ein 3 Meter Abstand zueinander, eigentlich dürfte er gar nicht in Flammen sein. Viele Erinnerungen stecken da drin, ja. Geile Partys. Das ist der Club Truck.
ist der Clubtruck. Normalerweise haben wir eine Diskothek, eine fahrende Diskothek quasi, den stellt man irgendwo hin und dann könntest du da drin feiern. Und normalerweise wird dir LKW immer gebucht für Partys, damit, ja, quasi als nächster Floor, als zweiter Floor, dritter Floor. Der Deichsel-Anhänger, der dahinter war, das fahrende Soundsystem, das ist die Black Pearl. Normalerweise machen wir Festivals immer in dem Rahmen. Letztes Jahr hatten wir eins gemacht und vorletztes Jahr, also 6 Jahre hintereinander. Dieses Jahr konnte es wegen Covid-19 nicht stattfinden. Nicht nur das, das ist auch unser Liefer-LKW, mit dem wir uns unsere ganzen Jobs normalerweise machen, ist auch in Flammen aufgegangen. Ja. Ja. Aber zum Glück haben wir immer noch genug Boxen, um weiterzumachen. Ja, also lasst uns nicht unterfliegen. Ja, ging auch nur, ja. Egal welche Gruppierung das war und so. Klar, ich hatte einen Verdacht. Ich kann mir schon vorstellen, was es gewesen sein könnte. Ich will jetzt aber hier nicht vor der Glotze jemanden anschwärzen. Aber ich will einfach nur sagen, diejenigen, die das waren, sollen sich einfach mal ans Herz fassen und sich selber fragen, ob sie dasselbe auch erleben wollen. Ja.